Jetzt kann das natürlich niemand so ganz, ganz genau sagen. Und deswegen will ich auch nicht über Prozente reden und so weiter, dafür über was anderes reden. Ich will fragen, was ist die Logik? Also was wäre die Logik, warum die alte Logik nicht weitergeht? Gibt es etwas, was bei der vierten industriellen Revolution so kategorisch anders ist, dass die Arbeitsmärkte nicht weiter explodieren? Und da könnte man als Beleg sagen, die anderen drei industriellen Revolutionen haben immer den Kuchen vergrößert. Das heißt einerseits Effizienz gesteigert, ja, also Beginn der industriellen Produktion, Beginn der industriellen Serienproduktion und mikroelektronische Revolution. Aber auf der anderen Seite wurde die Welt kleiner. Globalisierung. Die erste industrielle Revolution begann damit, dass man die Baumwolle aus Indien holte und mit der Spinnmaschine in England spann. Wie viele Länder konkurrierten damals um die Bodenschätze der Welt? Zwei. England und Holland. Und dann kam Deutschland dazu und dann kam Frankreich dazu. Und es gab riesige, unerschlossene Märkte. Das heißt, was man an Effizienzsteigerung auf der einen Seite machte, konnte man durch gewaltige neue Möglichkeiten, Rohstoffe zu gewinnen, wieder ausgleichen. In der zweiten industriellen Revolution genau dasselbe. Da befinden wir uns genau im Zeitalter des Imperialismus und des Kolonialismus. Ja, das Automobil hätte sich niemals durchsetzen können ohne Gummireifen. Der Gummi kam aus dem Kongo, den die Belgier da unter barbarischen Umständen Kautschuk gewonnen hatten. Wir haben jetzt das gleiche Phänomen zu tun, während auf der einen Seite Elektrifizierung, zweite industrielle Revolution, die Serienproduktion beginnt, kann man sich aus der ganzen Welt wie ein Riesensupermarkt bedienen und kriegt die richtigen Rohstoffe dazu. In der dritten passiert es Auslagerung der Arbeit. Auslagerung der Arbeit und Schaffung riesiger Absatzmärkte. Tigerstaaten, ganz Südostasien, eine einzige Tuchfabrik, ganz Südamerika, ein einziger Tierfutterproduzent. Der Kuchen wurde immer noch größer und größer. Und bei der vierten industriellen Revolution sind nicht mehr so viele Länder möglich. Es gibt welche, Somalia, Zentralafrikanische Republik und so. Aber das werden nicht die Tigerstaaten der nächsten Jahrzehnte sein. Irgendwo ist da ein bisschen Schluss. Aber es wird noch schlimmer. Um die noch verbleibenden Märkte in der dritten Welt, vor allem um die Rohstoffe, die es da zu holen gibt, konkurrieren die Volkswirtschaften von 2 Milliarden Menschen. Die Inder auch und ein ganz großes Ziel, die Chinesen. Das sind nicht mehr 2, 3 kleine europäische Länder, es gibt einen gigantischen Weltmarkt und alle versuchen sich das zu holen, was sie dann noch kriegen können. Und das heißt, während wir auf der einen Seite die Effizienz steigern, wird auf der anderen Seite der Kuchen nicht größer. Und wenn der Kuchen nicht größer wird, dann führt die Effizienzsteigerung nicht dazu, völlig logisch aus der Sinn der Übung, weniger Leute zu beschäftigen. Ist ja auch klasse, wenn ich einen Roboter oder einen Computer einstelle und der eine Arbeit macht, die vorher Menschen gemacht hat, ja, dann spare ich Lohnnebenkosten, der arbeitet Tag und Nacht und so, das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen, das wissen Sie alles, kein Elterngeld, kein Mutterschaft und so weiter. So, also gewaltigen Produktivitätsgewinn, aber auf der anderen Seite kein paralleler Anstieg der Konsumption. Dieses Problem haben wir seit den 70er Jahren und durch die Digitalisierung geht die Schere weiter auseinander. Da gibt es ein paar Tricks, was man da machen kann, Überschuldung, ne, immer weiter verschulden, um künstlich die Märkte einzuheizen. Und dann kommen wir dazu, dass wir dann schlussendlich diese riesigen Finanzblasen haben, die wieder ihr ganzes Geld investieren in Silicon Valley. Das ist sozusagen das, was sich auf der großen ökonomischen Bühne gegenwärtig abspielt. So, jetzt muss ich aus philosophischer Sicht dazu sagen, ich finde die Entwicklung zum Teil erstmal ganz gut. Also, dass ganz viele Leute ihre blöden Jobs verlieren, da kann ich jetzt sozusagen, das kann ich langfristig nicht betrauern. Also ich kann das Einzelschicksal betrauern. Der Busfahrer, der in 10 Jahren nicht mehr gebraucht wird und der Taxifahrer durchs autonome Fahren, das ist ein Problem. Ja. Und wenn er dann Alkoholiker wird oder seine Frau verliert, ist das auch ein Problem. Aber insgesamt menschheitsgeschichtlich zu sagen, früher mussten die Leute härteste Knochenarbeit auf den Feldern machen, dann menschenverachtende Industriearbeit, 18. Jahrhundert, 82-Stunden-Woche. Und dann diese ganzen langweiligen Stehkragen-Proletarier-Jobs der zweiten industriellen Revolution, diese repetitiven, blöden, angestellten Jobs. Und wenn die zukünftig durch Algorithmen ersetzt werden, ist das so großartig. Ja? Da gibt es alte Menschheitsträume. Die Frühsozialisten des 19. Jahrhunderts haben davon geträumt. Gesagt, die Maschinen arbeiten und die Arbeiter sind nicht. Ja? Die Automation befreit den Menschen. Der wichtigste Text dazu stammt von Oscar Wilde. Überzeugter Sozialist, ja, wissen die wenigsten von Ihnen, Sie kennen den irgendwie ja so als Schulen-Dandy. Ja. Überzeugter Sozialist sagt, irgendwann kommt das Zeitalter der Arbeiten, die Maschinen und die Menschen haben endlich die Möglichkeit, sich von blöder Arbeit zu befreien und sich entsprechend zu entfalten. Und wenn wir jetzt gerade sehen, dass Baumweg gerade über die 28-Stunden-Woche verhandelt wird, ja, wenn auch nicht flächendeckend, aber zumindest mal als ein Erwerbsmodell, dann haben wir das Gefühl von der 82-Stunden-Woche über 37 bis hin zu 28,
Wir entwickeln uns in diese Richtung. Und die kann man eigentlich nur umfinden. Jetzt haben wir natürlich ein Problem, weil auf der einen Seite ist das irgendwo menschheitsgeschichtlich eine gute Entwicklung und strukturell ist das eine Krise. Ja, wenn Millionen Leute ihre Jobs verlieren, überall in der westlichen Welt, die nichts mehr mit sich anzufangen wissen oder auf Hartz IV-Niveau sinken oder in den USA noch sehr viel tiefer sinken, dann haben wir ein großes Problem. Und weil dieses Problem entstehen wird, werden wir in relativ absehbarer Zeit für diese Leute ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen. Da gibt es ein paar Argumente, die dagegen sprechen, aber das, was ich gerade erzählt habe, ist so dermaßen zwingend, dass es dazu keine Alternative geben wird. Die Frage ist, ist der Betrag ordentlich hoch genug? Und die andere Frage ist, wie werden wir den finanzieren? Das geht, aber da gibt es verschiedene Modelle, die sind unterschiedlich gut, da will ich Sie jetzt nicht belassen. Ich möchte den nächsten Schritt machen. Also ich stelle mir eine Zukunftsgesellschaft vor, als eine Gesellschaft, in der deutlich weniger Menschen einer geregelten Erwerbsarbeit nachgehen als bisher. Und ich glaube, für diesen Markt und für diese Gesellschaft arbeiten und produzieren sie. Das muss quasi klar sein. Nicht mehr für das, wie es jetzt ist, sondern das wird in 10, 15, 20 Jahren eine ganz andere Arbeitsgesellschaft sein. Der nächste Punkt ist, die Digitalisierung macht das Leben komfortabler in sehr, sehr vielen Bereichen. Das ist ohne jeden Zweifel richtig. Komfortabilität ist ein wunderbares Ziel. Grenzenlose Komfortabilität ist wahrscheinlich keins. Ja, also die Leute würden ja dann Stück für Stück verlernen, handwerklichen und technischen Fähigkeiten und so, und irgendwann sitzt man nur noch zu Hause auf dem Sofa. Und das wäre jetzt das Gegenteil von dem, was Oscar Wilde erzählt hat, als er gesagt hat, wenn die Maschinen arbeiten, können die Leute große Individualisten werden. Sondern sie würden dann anfangen, ein immer langweiligeres Leben zu führen. Eine der großen unterschätzten Gefahren der Digitalisierung ist, dass sie das Leben so langweilig macht. Ich habe schon jetzt das Gefühl, mein 15-jähriger Sohn riskiert gar nichts mehr, weil er seine großen Erlebnisse hatte in der Fiktion. Wir leben heute in Welten, die komplett durchfiktionalisiert sind. Ja, also sozusagen die gesamte Bespaßungswelt, in die ich eintauchen kann, ist so gewaltig, dass ich im wirklichen Leben immer weniger erlebe, weil sozusagen die Kicks, die in der fiktionalen Welt gelebt haben, gleichen das aus und die werden immer sensationierter, perfekter, psychologisch gebiefter und so weiter. Also wir machen eine merkwürdige Trennung. Einfach ausgedrückt, wir trennen Pläne und Geschichten. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Früher hatten alle Leute Lebensgeschichten. Meistens ziemlich traurig. Heute leben wir in einer Zeit, in der ja, also eine Geschichte ist das, was passiert, wenn was dazwischen kommt. Also etwas, was Sie nicht planen. Und ein Plan besteht darin, dass etwas genau Schritt für Schritt möglichst aufgehen soll. Das ist jedenfalls die Idee eines Plans. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der wir immer mehr Geschichten durch Pläne ersetzen. Und das ist in bestimmten Bereichen, wo wir gar keine Geschichten haben wollen, auch gut. Wenn wir durch das selbstfahrende Auto die Geschichte, dass 3000 Menschen, ja, und zwar nicht freiwillig im Leben, im Verkehr, in Deutschland, im Jahr ums Leben kommen, ersetzen können durch einen klugen Plan, der das verhindert, dann ist das ein erstrebenswertes Ziel. Wenn wir sehr viele Krankengeschichten verhindern können, dadurch, dass Leute nicht krank werden oder dass wir sehr wirksam was dagegen tun können, ist das eine gute Idee. Das heißt, hier sind zwei wunderbare Beispiele, wie wir in der Digitalisierung eine Form von Geschichten, die wir lieber nicht haben wollen, beseitigen können. Allerdings müssen wir auch immer achten, als wenn ich irgendwo anfange, Geschichten zu beseitigen, wo es vielleicht besser ist, sie nicht zu beseitigen. Techniker denken, das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen, im Schema von Problem und Lösung. Und die größte Herausforderung für die Intelligenz eines Technikers ist zu erkennen, was überhaupt ein Problem ist und was überhaupt eine Lösung ist. Da habe ich mich dann schon mit vielen Technikern in meinem Leben drüber gestritten. Oder auch mit Ökonomen. Also ein schönes Beispiel ist, ich war vor anderthalb Jahren bei einer großen Bank, bei einer Veranstaltung, und da sprach jemand von Rocket Internet, also einer der Samba-Brüder. Und der erzählte, eine der tollen Botschaften der Zukunft ist, weil es diese hochintelligenten Kühlschränke gibt, das wissen Sie ja alle, ne, die ja von alleine so die Tür öffnen und bestellen und ordern und sowas alles und so, dass wir in Zukunft keine Küchen mehr brauchen. Und das wäre ja toll, wir brauchen keine Küchen mehr und sparen Zeit. Ja, keiner muss mehr kochen. Weil man kann ja mit Lieferando und dergleichen sich aus seinem besten Restaurant sich was schicken lassen, was sowieso besser ist, als was man sich zu Hause zusammenkocht. Und dann kann man den Raum für die Küche einsparen, kann das Wohnzimmer riesig machen, den ganzen Tag vor dem riesigen Bildschirm sitzen oder auf dem Sofa sitzen und so. Und als ich dann sagte, was spart man, also was gewinne ich, dann sagte Zeit. Und ich sagte, Zeit, wofür? Und das, was dann kam, war irgendwie blöd. Und da habe ich mir gedacht, das ist ein bisschen komisch, weil wenn ich jetzt an erfüllte Zeit in meinem Leben denke, dann gehört zum Beispiel Kochen mit Freunden zur erfüllten Zeit maßgeblich dazu. Und möglicherweise
möglicherweise geht es auch anderen Menschen so. Also ich würde sagen, die Tatsache, dass ich kochen muss, ist kein Problem. In meiner Welt jedenfalls. Und das könnte vielleicht auch daran liegen, und abgesehen davon, alleine macht es keinen Spaß, das stimmt schon, aber mit anderen zusammen und das dann zusammen zu essen, macht Spaß und das gibt vielleicht einen evolutionären Grund. Also, dass die meisten Menschen ungern alleine essen, hat seinen Grund darin. Die evolutionären Psychologen sagen, Kooperation unter Menschen und Geselligkeit sei entstanden, weil niemand alleine einen Mammut jagen kann. Und das ist aber nur typisch für evolutionäre Psychologie, die eine Hälfte der Medaille. Sie ist auch entstanden, weil niemand alleine ein Mammut aufessen kann. Das ist der Grund, warum Menschen viel lieber in Geselligkeit essen, bis heute noch. Das ist hunderttausende von Jahren in ihrem Genom drin, dass sie beim Essen nicht gern alleine sind. Und wenn ich jetzt anfange, so etwas wie Kochen als Problem zu identifizieren, um eine Lösung dafür vorzuschlagen, dann würde ich sagen, das ist eine Antwort auf eine nicht gestellte Frage. Und ich beurteile den technischen Fortschritt gerne unter dieser Fragestellung. Also ist das die Lösung eines echten Problems oder ist das Problem möglicherweise kein Problem? Man hängt natürlich vieles damit zusammen, was im Silicon Valley entwickelt wird, dass viele Dinge dort sowieso anders sind. Also das Leben der Menschen besteht sowieso schon darin, dass sie meistens einen Fahrer haben und dass sie so, dass es gibt auch relativ wenig gute Restaurants, also ziemlich stark entwickelte Fastfood-Kultur und so weiter. Da haben sie auch nicht viel zu verlieren. Mir fällt das immer auf, wenn wir über Urbanität reden. Es gibt so sehr viele Vorstellungen, was man mit digitaler Technik aus unseren Städten alles machen kann. Zum Beispiel ganz Online-Handel. Ja, lässt ja langfristig gesehen, wenn er so weiter ginge, unsere Innenstädte verschleppen. Das ist natürlich aus der Perspektive von Palo Alto keine Drohung. Ja, das ist sowieso verschleppt. Also das Silicon Valley, weil das ist ja ehemalige Obstplantage, ja, wo dann sozusagen quadratisch an die Häuser reingebaut sind. Die haben keine Urbanität zu verlieren. Florenz und Berlin schon. Und da müssen wir sozusagen von Anfang an sehr gut identifizieren, wo ist das Problem und was halten wir für die Lösung eines Problems. Also Smart Cities ist ein wunderbares Beispiel dafür. Es gibt grandiose Anwendungsfelder von intelligenter Technik. Dass wir in Zukunft über Mülltonnen verfügen mit Sensoren, die genau signalisieren, wie voll sie sind, dass das Müllauto nicht ständig irgendwo Straßen verstopft und irgendwo durchfährt, wo die gar nicht geleert werden müssen, ja, ist ein ganz großer Vorteil. All die Möglichkeiten, die wir haben, durch Vernetzung Energie zu sparen, ganz großer Vorteil. So, und dann kommt die Kriminalpolizei und sagt, also wir können rein theoretisch eine Stadt wie Oakland zum Beispiel komplett mit Sensoren und mit Kameras machen und dann haben sie auch ein Problem gelöst, nämlich Kriminalität. Also wenn sie überall beobachtet sind, dann lohnt sich das nicht mehr. Also brechen sie nirgendwo mehr ein, werden sofort erwischt und überall geht Alarm los und so weiter. Sie machen gar nichts mehr. Sie schreien nicht mal mehr ihre Frau auf der Straße an, weil sie nicht wollen, dass das aufgezeichnet wird. Jetzt kommen wieder die Philosophen und sagen, habe ich ein Problem mit. Ich finde das gut, wenn es wenig oder gar keine Kriminalität geht, aber ich will nicht, dass die Menschen deswegen friedlich sind, weil sie nicht anders können. Also was macht das mit ihrer Urteilskraft, wenn sie nur deswegen ein netter Mensch sind, weil sie quasi gezwungen sind, ein netter Mensch zu sein und nicht, weil sie sich freiwillig dazu entschieden haben. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Begriff Solutionismus was sagt. Der stammt ursprünglich aus der Architekturtheorie. Also Beispiele für Solutionismus ist, das können Sie nachher googeln, bitte nicht jetzt, Le Corbusier hatte mal vor, das gesamte rechte Seineufer in Paris abzureißen. Ja, weil das alles so schmuddelig war, Kanalisation nicht so richtig. Wir reden über dieses schöne alte Paris, das da so innerhalb von 1500 Jahren gewachsen ist. Es sollte abreißen und wollte 24 riesige Hochhauskomplexe dahinsetzen. Da gab es den Entwurf für. Ja, und da gab es sogar schon Proteste dagegen, ja, also da war Stuttgart 21 gar nichts gegen, weil das war wirklich geplant. Die Idee dahinter war, hat sich nicht durchgesetzt, aber stellen wir uns mal vor, wir würden heute nach Paris kommen und das sähe aus wie so ein riesen Parkplatz mit entsprechenden Häusern, würden wir das ganz schrecklich finden. Aber aus der Sicht eines Architekturutopisten war das eine große Lösung für ein Problem. Solutionismus. Und Evgeny Morozov, der vielen ein Begriff ist, hat diesen Begriff im Jahre 2013 auf die digitale Welt übertragen. Und hat gesagt, wir müssen immer aufpassen, dass wir in der digitalen Welt reale Probleme lösen und nicht zu Solutionisten werden. Das heißt also, dass wir kurze, smarte Wege für bestimmte Dinge machen, von denen es besser in der Welt und im Leben ist, wenn es keine kurzen, smarten Wege gibt. Ich habe die Gelegenheit gehabt, vorgestern noch einen Vortrag zu hören. Ich kannte mich in dieser Welt zugegeben nicht so aus. Flirtportale, Parship und so weiter, wie man Partner fürs Leben kennenlernt. Auch eine schöne Form von Solutionismus, war mir vorher nicht klar. Sie kriegen offensichtlich die meisten Punkte dafür, wenn sie sich am ähnlichsten sind. Also sie kriegen diese Matches, die sie dann sammeln. Und wenn sie das höchstmögliche Maß an Übereinstimmung mit jemand
einen Anlass haben, dann ist es der Idealpartner. Ich würde es niemals in einem Leben mit einer Frau aushalten, die mir auch nur ansatzweise ähnlich wäre. Ich frage mich, wer hat diesen Quatsch programmiert? Also, eine spannende Herausforderung für die IT der Zukunft ist, sich genau zu überlegen, nicht nur gespalten in Realität und Fiktion, wo ist die Welt der Geschichten und wo ist die Welt der Pläne, sondern sich innerhalb des Reallebens auch zu fragen, wo ermöglichen wir, dass Geschichten stattfinden, echte Geschichten, und wo lösen wir Probleme dadurch, dass wir Geschichten unterbinden. Also der Fachbegriff der Philosophen wäre Kontingenz, das Zufällige, das Nicht-Vorhergesehene und so weiter. Ich hatte ja vorhin Beispiele genannt, wo ich es großartig finde, wenn wir mit intelligenter Technologie in der Lage sind, echte Menschheitsprobleme zu lösen. Also ich hatte 3000 Verkehrstote und 300.000 bis 400.000 Verkehrsverletzte in Deutschland, wäre ein echtes Problem. Wenn man mal guckt, dass in ganz Westeuropa in den letzten 4 Jahren 160 Menschen Opfer von Terrorismus